Da bist du ja wieder, Zwergenfürst. Und welches Pokémon hast du bekommen? Los, zeig schon. Miau. Ich wiederhole das auch immer. So, mach ich auch weiterhin so. Stilmittel. Wow, das ist ja ein tolles Pokémon. Und warum hast du dich für dieses entschieden? Weil es mega süß ist. Es ist ein Katzen-Pokémon. Da hast du ja genau die richtige Wahl getroffen. Dieses Pokémon ist nämlich süß und cool. Ja, genau, das ist es. Eine Feuerkatze. Genau das. Eine Feuerkatze mit Stil. Auch noch in den weiteren Entwicklungen. Ihr werdet sehen. Ihr passt wirklich ganz wunderbar zusammen. Das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Oh, stimmt ja. Zwei Katzen. Ich habe zwei Katzen im Haus. Maut. Miau. Maut. Miau. Maut. Miau. Und damit herzlich willkommen, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engdolem zum nächsten Tag, zum nächsten Part, zu Part 3 von Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Ah, was für ein Sonnenuntergang. Aber jetzt packe ich besser wieder ein paar Kartons aus. Das habe ich ja immerhin vor mich hergeschoben. Ich wollte die ganze Zeit nur die Luft genießen hier. Oh, es hat an der Tür geklingelt. Machst du bitte mal auf, Zwergenfürst? Na, klaro doch. Hallo, Zwergenfürst, es wird Zeit zu gehen, die Festlichkeiten rufen. Aber zuerst... Jetzt, wo du ein echter Pokémon-Trainer bist, muss ich dir unbedingt etwas zeigen. Komm, wir machen einen kleinen Abstecher zu Route 1. Pass schön auf dich auf, das wird sicher lustig zusammen mit den neuen Pokémon. Ha, Mauzi und ich kümmern uns erstmal weiter ums Auspacken. Mauz! Gut, dann gehen wir mal direkt raus. Komm schon, Zwergenfürst, nicht so langsam. Und um es mit einem Pokémon-Attacker auszudrücken, mach mal Turbo-Tempo. Na, dann mach ich mal Turbo-Tempo. Ja, auf geht's. Ich kann euch hier schnell mal die Wettlock-Regeln vorlesen. Erstmal lese ich das vor, was Professor Kukui sagt. Komm schon, Zwergenfürst, nicht so langsam. Um es mit einer Pokémon-Attacke auszudrücken, mach mal Turbo-Tempo. Okay, das sagt er bereits. Okay. Ein Meerschweinchen macht Radau. Wo soll ich denn lang? Hier lang? Wahrscheinlich. Da muss ich mal kurz das Licht anmachen. Das sieht mal... eventuell ein bisschen komisch aus. Gut. Das sieht aus wie Route 1. Die Regeln von Pokémon Sonne Wettlock. Für alle, die es nicht verstehen, falls ich irgendwie unverständlich rede oder irgendwas falsch sage, unten in der Videobeschreibung sind die alle nochmal aufgelistet, die Regeln. Wie du sicher weißt, können im hohen Gras wilde Pokémon lauern. Aber nun hast du ja Flammiau an deiner Seite. Du kannst jetzt also nicht nur gegen wilde Pokémon kämpfen, sondern sie auch fangen. Ich zeige dir mal eben, wie man wilde Pokémon fängt, also pass gut auf. Okay, währenddessen kann ich ja die Wettlaufregeln erklären. Regel Nummer 1, alle legendären Pokémon müssen gefangen werden. Also es darf kein legendäres Pokémon ausgelassen werden.
nur weil es irgendwie zu schwer ist oder ich halt keinen Bock drauf habe. Regel Nummer 2, jedes Pokémon, das gefangen wird, bekommt einen Spitznamen. Das heißt, es wird keine Pepex oder keine Wuffels oder sonst irgendwelche Ausnahmen geben, die halt, sondern ein Pepex wird dann halt, wie ihr seht, gefangen und dann bekommt es gleich einen Spitznamen. Na, das war doch nicht so schwer, oder? Manchmal greifen wilde Pokémon dich an, aber wenn du sie fängst, können sie verlässliche Mitstreiter werden. Und wenn deine Pokémon mal fix und fertig von vielen Kämpfen sind, mach zu Hause eine Pause. Das reimt sich so, deshalb ist es wahr. Sprich einfach mit deiner Mutter, bestimmt sorgt sie dafür, dass sich dein Team gut erholt. Du kannst aber auch einfache Tränke verwenden. Hier, ein paar Pokébälle und Tränke, damit du gleich loslegen kannst. Du hast 10 Exemplare des Items Pokéball. Pokébälle wurden in der Itemstasche verstaut. Du erhältst 5 Exemplare des Items Trank. Tränke wurden in der Items in der Medizintasche verstaut. Also dann, los geht's, deine kleine Abenteuerreise nach Lilly. Dass übrigens Lilly ausgesprochen wird, habe ich mich mal informiert. Was ihr nicht wisst, ist, dass zwischen einigen Takes in dieses Parts Stunden vergangen sind. Also ist ja eine Vorproduktion. Oh, jetzt wisst ihr's. Und du passt mir gut auf, Zwergfürst. Und du passt mir gut auf, Zwergfürst. Auf, was? Ach so, ja. Flammiau soll auf mich aufpassen. Ich habe das falsch gelesen, weil, ja. War ein bisschen irritiert. So. Schnell durchs hohe Gras. Unser erster Pokémon. Kampf im hohen Gras. Ein Pepek. Ich glaube, das will ich nicht in meinem Team haben. Nichts gegen Pepek, aber ich denke, nee, erstmal nicht. Hier. Gut. Dritte Regel ist, das schwächste Team-Pokémon darf maximal 10 Level unter dem am höchsten gelevelten Team-Pokémon liegen. Das heißt, dass ich einen Trunk gefunden habe. Das nächste Pokémon, was ich fange, darf maximal Level minus 16 haben. Ne, Level minus 6 haben. Okay, ja. Ist klar. Ihr versteht, was ich meine, also. Wow! Erster Pokémon-Kampf mit wildem Trainer. Ich hatte ja schon einen im letzten Part gegen meinen, oder im vorletzten Part gegen meinen Rivalen. Knirps, Max! Ratzfatz! Die Aloha-Form oder was? Ja. Unterlevelte Pokémon dürfen im Offscreen-Training auf die Voraussetzung hochgelevelt werden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Level 17 Pokémon fange und mein stärkstes Pokémon Level 30 ist, dann darf ich das auf Level 20 hochleveln. Aber auch nur auf Level 20, nicht auf Level 21. Gut. Das Team ist so gut wie sein schwächstes Glied. Das heißt, neu gefangene Pokémon dürfen maximal 5 Level unter dem schwächsten Team-Pokémon liegen. Was ja irgendwie die ersten Regeln mit einzieht. Also. Ja. Wird ein weibliches Pokémon gefangen? Oh, ein weiblicher Gegner hier erstmal. Ich verstehe mich so gut mit meinen Schwestern, das musst du gesehen haben.
Okay. In diesem Kampf jetzt? Naja. Yui fordert dich heraus. Was hat sie für ein Pokémon? Ein Raupi! Das kennen wir ja schon aus Pokémon Y. Und sogar schon aus Pokémon Diamant und früher, viel früher. Wir setzen mal weiterhin Glut ein, das ist sehr effektiv auf Raupi. Wo war ich? Wird ein weibliches Pokémon gefangen, muss das nächst gefangene Pokémon ein männliches sein. Die beiden Pokémon werden verheiratet und dürfen keine getrennten Wege gehen. In Klammern, Bund für Treue bis in den Tod. Ich lese genau das vor, was auf meinem ausgedruckten Zettel steht. Ja. Weitere Regel ist, gleichgeschlechtliche Ehen sind nur in der Nähe einer Hauptstadt gefangenen Pokémon möglich. Legendäre können nur mit legendären Pokémon liiert sein. Ja. Gibt es, glaube ich, nichts mehr zu erklären. Ich hole mir das Item. Noch ein Trank. Oha. Wildes Pokémon greift an. Ehepaare dürfen nur miteinander den Platz tauschen. Alle anderen Team-Pokémon sind in dem Kampf tabu. Paarkämpfe werden ausschließlich mit Pärchen bestritten. Besiegte Pokémon gelten als tot und müssen auf die RIP-Box gelegt werden, die ich mir im nächsten Pokémon-Center erstellen werde. Das heißt, nach den Regeln, kann man gucken, hier, zack, Ladybar ist weiblich. Das heißt, ich kann die jetzt fangen und zu Johns Partner machen. Das wäre ein Pflanzen-Pokémon. Nee, lass mal erstmal, nee, erstmal nicht. Da habe ich was anderes als Partner für mein Starter-Pokémon. Für mein Starter-Pokémon vorgesehen. Mal sehen, was sich so sehen lässt. So, und die letzte, wichtigste Regel ist, stirbt ein Partner in einem Kampf, hat der Witwer oder die Witwe den verstorbenen Partner zu rächen. Gelingt es ihm nicht sofort, folgt er seinem Partner ins Jenseits. Gelingt es ihm, wird der Partner nach dem Kampf reanimiert oder er bekommt so bald wie möglich einen neuen Partner. Ich glaube, bei dieser Regel war ich mir noch nicht ganz so sicher, ob nun reanimiert oder neuen Partner. Ich glaube, das werden wir dann von Fall zu Fall sehen. Ich denke nämlich auch, dass John hier als Starter-Pokémon und legendäre Pokémon auch irgendwie von dieser Regel halbwegs ausgeschieden sein sollten. Da ich mein Starter-Pokémon dann doch nicht verlieren sollte. Also, wir werden sehen, wie diese Regeln einzuhalten sind. Aber das erstmal. Aber das erstmal die Regeln für den Wetlock. Steht natürlich der Spielspaß im Vordergrund. Ja, und wenn etwas mich zum Verzweifeln bringt, wird diese Regel dann aller Wahrscheinlichkeit natürlich auch ausgesetzt werden, weil wir wollen ja auch noch das Erlebnis des Spieles haben. Deshalb höre ich jetzt auf, über Real Talk zu reden, also beziehungsweise über die Regeln zu reden und mache das Let's Play weiter. Das ging jetzt auf Route 1, aber jetzt geht's weiter. Willkommen zu unserem Fest. In Alola gibt es 4 Inseln, die jeweils von einem Schutzpatron behütet werden. Die Schutzpatrone stehen uns immer zur Seite und
Das heutige Fest soll dazu dienen, Ihnen unseren Dank dafür auszusprechen. Um ehrlich zu sein, findet unser Fest eher in einer kleinen Runde statt. Aber alle aus dem Dorf kommen zusammen, um ausgelassen zu feiern. Gut, ich schaue mich mal bei diesen Festlichkeiten ein bisschen um. Guck mal in die Häuser rein. Die öffnet man übrigens mit dem A-Knopf. Nicht mehr wie in den alten Generationen, in denen man einfach reingerannt ist. Man muss jetzt A drücken. Mein Wuffis ist ganz toller Beschützer. Wenn ich einkaufen gehe, ist es an meiner Seite und wenn ich schlafe, bewacht es meine Tür. Wuff, wuff. Mein ehemals wildes Wuffis hat sich inzwischen komplett an das Leben in einem Haus gewöhnt. Zuzusehen, wie es mit meiner Tochter spielt, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Ach, das war eine Tochter, das war ein Mädchen. Achso, ja, klar. Habe ich nicht drauf geachtet. Kupiriki liebt Pokémon-Kämpfe. Es schaut nicht nur gern dazu, es tritt auch auf mit Freunden selbst an. Als die Kinder gemein zu unseren Pokémon waren und ich ihnen gesagt habe, dass der Schutzpartei und Thron sie dafür mit einem Blitzschlag bestrafen würde, haben sie nur gelacht. Ja, ist klar. Mein kleiner Bruder, mein Pokémon und ich machen uns beim Spielen immer schmutzig. Wir sind eben echte Geschwister. Wenn ein Wuffis dich mag, reibt es als Zeichen seiner Zuneigung seine steinerne Fellkragen an dir. Das tut allerdings ein bisschen weh. Okay, dann hoffe ich, dass es nie dazu kommen wird, dass ein Wuffis seinen Steinkragen an meiner Haut reibt. Das sollte doch etwas schmerzhaft werden. Lässt man nachts das Fenster offen, hält die Nacht auch im Zimmer Einzug. Deshalb wird man irgendwann müde. Ach so, ja, stimmt, ist ja Alola. Da kann man das Fenster auch nachts offen lassen. Da wird's nicht eisig im Zimmer. Ob Pokémon oder Mensch, wer ordentlich isst, ist danach natürlich auch ordentlich müde. Das ist der rechte Zeitpunkt, ins Bett zu gehen. Dann wacht man morgens auch gestärkt auf. Ja, schöne Anekdoten von den Bewohnern hier, von den Dorfbewohnern, aka Villager. Um ehrlich zu sein, findet unser Fest eher in einer kleinen Runde statt. Das sagte ich dir schon. Deshalb, aber ja, ich wiederhole es gerne. Was mit dir? Es heißt, dass die Menschen über das Meer nach Alola gekommen seien und die Region in Zusammenarbeit mit Pokémon aufbauten. Was für eine Beziehung wir zu unseren Pokémon pflegen, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für manche sind es die Partner für Pokémon-Kämpfe, während andere mit ihnen als Freunde zusammenleben. Joa. Hey, Zwergfürst, mein Bautz und ich sind bereit. Ich glaube, das muss ich nicht mehr vorlesen. Was weißt du etwa nicht Bescheid? Das seid ihr ja. Was geht denn hier vor sich? Pfiou! Nichts Geringes als ein ausgelassener Schlagabtausch zwischen Pokémon, die ihre besten Attacke zur Schau stellen. Denn der Höhepunkt unseres Festes zu Ehren von Kapuriki wird ein Pokémon-Kampf sein. Also werdet ihr eure Pokémon gegeneinander kämpfen lassen? Ich mag es eigentlich nicht mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ich werde mir euren Kampf ansehen.
Das sagte sie bereits, aber ja, hier wiederholen die Leute gerne ihre gesagten Sätze. Du darfst nie vergessen, dass dein Pokémon stets alles für dich gibt, Zwergenfürst. Lass mich dein Team wieder aufpäppeln. Es hat nicht wirklich gekämpft. Und ich habe auch noch nicht wirklich ein Team. Bist du bereit für den Kampf? Gegen dich oder von mir aus? Möge der Kampf beginnen. Frage ist, gegen wen ich jetzt kämpfe. Liebe Bewohner dieser Insel. Liebe Kinder auf Inselwanderschaft. Möget ihr alle auf alle euren Wegen geborgen sein. Wir dürfen nun einen Kampf zu Ehren unseres Schutzpatrons Kapu Riki beiwohnen. Ich habe die Ehre, die beiden Kontrahenten vorzustellen. Dies ist Tali, mein Enkel. Und hier haben wir den Jungen, dem sich Kapu Riki offenbart hat. Zwergenfürst. Oh, typisch Kapu Riki. Seine Neugierde ist einfach unstillbar. Oh. Flamiao, pass mir gut auf meinen kleinen Zwergenfürst auf. Hörst du? Lass uns einfach Spaß zusammen haben. Dann wird das bestimmt auch ein guter Kampf. Zwergenfürst und Tali, zeigt, was in euren Pokémon steckt. Pokémon-Trainer Tali fordert dich heraus. Dann würde ich mal sagen, Challenge accepted. Oder auf Deutsch, Herausforderung angenommen. Oh, er hat mittlerweile zwei Pokémon. Ich habe es irgendwie verpasst. Pichu, ich würde mal Kratzer einsetzen. Jo, das ist effektiv. Statik von Pichu wirkt. John ist paralysiert, greift eventuell nicht an. Die Verteidigung von John sinkt. Ich setze nochmal Kratzer ein und das Pichu sollte dann auch bald erledigt sein. Okay, ja. Oder ich bin paralysiert und kann nicht angreifen. Kratzer. Die KP-Balken sind hier auch richtig geil. Sind viele gute Neuerungen in diesem Spiel. Muss ich mal erwähnen. Und noch einen letzten Kratzer. Oder auch nicht. Ist paralysiert. Paralysiert. Ich versuch's weiter mit Kratzer. Sollte dann auch irgendwann mal wirken. Zack. Das sieht nicht so gut aus. Ich versuch's mal mit Glut. Könnte ja passieren, dass das wirkt. Das wäre nicht so toll, wenn Flamiao jetzt, also wenn John jetzt stirbt. Das ist mein einziges Pokémon. Ich habe noch kein zweites. Oh ja, das kriege ich mit Glut hin. Das ist sehr effektiv. Wenn nicht mein Flamiao vorher versagt. Ich nehme mal sicherheitshalber einen Trank. Auf welches Pokémon anwenden, sucht ihr eins aus. Johns KP wurden aufgefrischt. Gut, dann setze ich nochmal Glut ein und dann sollte das auch geregelt sein. Oder auch nicht. So, das war's.
mit einem Pokémon zwei Pokémon vom Gegner besiegt. Das ist doch eine gute Sache. John erreicht Level 8. John erlernt Schlecker. Die bankrotte Supermarktkette. Was schon vorbei? Zwergfürst gewinnt 140 Poké-Dollar und geht siegreich aus diesem zweiten Kampf gegen den Rivalen hervor. Der Kampf war dieses Jahr mal wieder richtig mitreißend. Schreit die Menge. Kapuriki ist bestimmt auch sehr zufrieden. Puh, du bist echt eine Wucht, Zwergenfürst. Das war ein toller Kampf. Ich habe richtig Spaß gehabt. Das war ein guter Kampf, in der Tat. Ach, auch Kapuriki ist sicher. Riki! Oh, Kapu Riki beehrt uns mit seinem Gesang. Damit hätten wir auch seine Zugestimmung. Nun, dann ist es wohl an der Zeit, dass ich dir das hier überreiche, Zwergfürst. Du hast den Sertrink an deinem Arm angebracht. Das ist ein Sertrink.